Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal und wir reagieren heute gemeinsam mit Emre auf das Battle von Capital Bra vs. Mighty P. Freunde, ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Battle, Alter. Wir haben inzwischen auf sehr viele Battles von Capital Bra reagiert, waren alle sehr, sehr unterhaltsam. Aber dass der Bruder gegen Mighty P gebattelt hat, das wusste ich nicht, habe ich heute auch aus Zufall so gefunden, Alter. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf dieses Battle, Freunde. Und ich habe auch gesehen, was so Deutschrap angeht, Freunde, ist dieses Wochenende gar nicht mal so krasses rausgekommen, Alter. Leider. Wenn ihr trotzdem Bock habt, dass wir auf ein, zwei Songs reagieren, Alter, schreibt es in die Kommentare, dann suchen wir uns auf jeden Fall was raus. Und ich würde sagen, wir gehen direkt ins Video, Freunde. Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch gerne auf Instagram folgen. Die Links sind in der Beschreibung. Und jetzt gehen wir rein, Alter. Let's go. Capital Bra, ich komm, ich ficke dein Bitch-Rap. Ich will nicht dein Rap sehen, zeig uns mal dein Schickspeck. Wer will Beef, Dicker? Ohne mich. Capital fick dich, danach deine Mom und Bitch. Oder 8 Takte. Okay. Oh. Bra, Kuku. Und du fragst dich, warum ich deine Bitch box, weil sie aussieht wie Rick Ross mit Lipgloss. Hey, okay, komm. Nice. Okay, ja. Ich glaube, das kannte ich schon von den Best aus. War trotzdem sehr, sehr nice, Alter. Und vor allem da, wo Capital so ein bisschen rausgekommen ist, er war ja so ein bisschen lost, weißt du, wo struggled so, ne? Genau, wo Bensalo gesagt hat, 8 Takte. Ja, ja. Und wie er dann reinkommt, so mit diesem Bra, Kuku, und er ist wieder drin, so voll in seinem Element, Alter. Wir brauchen nur zwei Endlifts, und der ist wieder da. Wir machen weiter. Du kommst und bisschen mies am Flohen. Check mal YouTube, die Spickschicht kennen sich schon. Schick-Schack, Schick-Schack, keine Ahnung. Hick-Mack, keine Ahnung. Ich sammle mich kurz, kick dich weg. Guck mal, du bist einfach nur, einfach nichts anderes. Tierster, sag mal nicht, dass der für Gangster-Rap eine Schande ist. Was ist denn los mit dir? Du bist eine Straße, du warst doch bei TV Total, du Blasehase. Capital, mein Name, ein Aushängeschild. Und du bist einer, der an Hauseingängen schild. Bin mit im Café und rauch eine Pfeife. Ach du Pfeife, wirst gebumst, weil du greifst nach der Seife. Heide, Gulli durch die Scheibe. Ich schnapp mir die Scheine, große und kleine. Fick deine Gang, wenn du verstehst, was ich meine. Der ist auch ein bisschen so. So ein bisschen lost, ja, ne? Nicht so souverän wie sonst. Ja, das stimmt. So. Das merkt man übel. Auf jeden Fall. Change. Was ich meine, ich glaube, das war ein Scherz, Mann. Mach doch mal einen Freestyle, dann nehme ich dich ernst, Mann. Jo, ganz ehrlich, ich hab die Qual der Wahl, ich geb dir eine Bombe, schlag ich damit Capital, keine Ahnung, Mann. Jo, ganz ehrlich, ich bin kein Genker, Banker, scheiß drauf, aber ich bin Denker, ein Denker und Dichter, ein Henker und Richter. Was kriegst du heute von mir? Nur den Ficker. Change. Also, ich muss sagen, bei Mighty P, es ist zu 100% Freestyle, das merkt man einfach, okay? An der Reimkette. An der Reimkette einfach. Er, und bei Capi merkt man einfach so, er fängt einfach immer an mit so einem geschriebenen Text mäßig, weil immer sein Anfang ist sehr, sehr stark, aber mit der Zeit lässt das dann nach. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, der Anfang ist immer so irgendwas, was er schon mal geschrieben hatte, aber dann den Reim darauf freestylt er, glaube ich. Ja gut, das Ding ist, der schreibt ja viele Texte. Ne? So, er ist natürlich auch Rapper so. Deswegen hat er wahrscheinlich viel im Kopf so mit Freunden und dies und das und deswegen fällt ihm das wahrscheinlich da schneller ein. Wir gucken. Du willst Freestyle übers Gesicht. Du kannst kein Rap, weil du hast Übergewicht. Ich gebe Rap, Dicker, renn in Vollbart. Was für Volksbank, ich fick deinen Vollbart. Nutte, du machst auf Kanaken Freestyle. Ich mach mies geil, effektiv wie Snein. Ihr seid alle Tuchtel, keine Tuchtel. Du und deine Family, Schwuchtel. Letzter Change. Okay, das war Freestyle, das hat man auf jeden Fall gemerkt. Okay, aber zwischendurch wirklich bei Capi hat man so wirklich diese Anfänge mit diesem Flow, so als wenn er das schon so drauf hätte. Weißt du, was ich meine? So. Deswegen bin ich bei Capi manchmal unsicher, ob das wirklich Freestyle ist, ob das geschrieben ist. Ja, okay, das stimmt schon. Ja, ja, ich mach Hip-Hop und so ein Scheiß, ich hab Übergewicht. Hat dieser Rick Ross etwa keins? Was ist denn los mit dir? Mann, der verkauft Millionen von Platten, du verkaufst höchstens Platten, wenn du von Hasch redest. Keine Ahnung, Mann, das ist einfach, ich fick dich weg. Ja, du redest von Hasch, aber ist hier nicht mit Hashtag. Jo, ganz ehrlich, Alter, du bist jetzt hier schade, Alter. Warte mal ab, Davy Jones, wir sehen uns im Finale. Ah, hast du gesehen, Alter? Capi so, Bruder, eine Runde noch und Ben Salomon, ein Ende, so. Oh, smack mal an mit den beiden MCs, hier in dieser ersten Runde. Drei Runden, ich hab mitgezählt. Es geht ja auch nur um den ersten Punkt, danach gibt's ja... Also, das war ja jetzt die erste Runde und, keine Ahnung, ich würde schon sagen, der erste Punkt wäre verdienterweise für Capi. Okay. Auch wenn der deiner Meinung nach viel schon vorher so geschrieben hatte, war der wirklich so flow-technisch besser. Ja. Ich bin gespannt, was in der zweiten Runde so weitergeht. Ich glaube auch, den ersten Punkt nimmt hier Capi mit, Alter, weil ich glaube... Er hatte auch zu der Zeit so voll den Hype wahrscheinlich bei Rapper Mittwoch und ich glaube, die Crowd ist einfach aus Prinzip auf seiner Seite, so weißt du, was ich meine? Ich glaube, wir gucken. Ist ja noch eine weitere Runde, es geht ja auch noch euch beide. Ihr dürft das wieder entscheiden, Alter. Zeigt mir eure Hände für den Sieger, der hier angefangen hat in diesem Freestyle für Capital.
Zeig mal gerade, wenn sie da nachgelegt hat in dem Freestyle für Mighty P. Man muss natürlich sagen, beide waren sehr, sehr stark, Alter. Für Mighty P, Gremium sagte auch nichts. 1-0 für Mighty P. Okay, du nice. Hast eben angefangen mit den Freestyle, jetzt kommen wir zur zweiten Runde. Okay, Freunde, wir haben jetzt hier die zweite Textrunde übersprungen und machen quasi mit der dritten Runde weiter, Alter. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Den ersten Punkt hat auf jeden Fall Mighty P geholt. Den zweiten Punkt haben wir jetzt gerade gar nicht mitbekommen, weil wir es übersprungen haben. Wir gucken uns jetzt auf jeden Fall den dritten Punkt an und wer das Ding hier am Ende noch entscheidet, okay? Yeah. Habe ich eure Aufmerksamkeit, dann wünsche ich mir, dass ihr alle aufmerksam seid. Hier ganz ehrlich, A Cappella, Halbfinale und ich mache jetzt den Startschuss. Pack die Oma weg, ich dehn die eine Minute aus wie deine Anus. Und yo, ganz ehrlich, Alter, du hast einfach einen abgefuckten Schaden. Du kommst hierher, machst auf G, du willst den Gangsterfilm fahren? Junge, ehrlich, Alter, nimm doch deine Waffe, setz mir auf die Brust deine Knarre und schieß, wenn du dich traust. Denn die Angst zum Sterben hat man mir mit 14 schon geraubt. Stark. Baba, sehr, sehr stark, Alter. Sehr, sehr stark. Das war eklig. Du bist nicht Straße, weil du die Bronx kennst. YouTube-Pussy. Hä? Du bist nicht Straße. YouTube-Pussy, hab ich das verpasst? Nein, for real, so. So, ich glaube, weil Kappi so Mainstream sehr viel bedient hat. Kann das sein, dass... Nein, in der Anfangszeit, wo... Kappi mit seinem ersten Album durchgestartet, da war der noch voll Straße. Ich weiß nicht, was der Bruder hier damit meint, Alter. Ich habe keine Ahnung. Mit Ala Baba und so, mit diesen Liedern, da war der doch voll Straße. Freunde, wenn ihr wisst, was der Bruder damit meint, Alter, schreibt's gerne in die Kommentare. Ich weiß es nicht. Komisch. Wir gucken weiter. Weil du die Straßen der Bronx kennst, DVD-Pussy. Fassen wir zusammen. Du bist nicht Bronx, du bist eine Pussy. Reicht. Zu dem Thema reicht's. Also. Okay, und ich erzähl dir jetzt mal, was Rapper wie du in dieser Szene einfach nicht blicken. Ich lass gezielt die Mutterlines weg, weil so eine wie deine will keiner ficken. Und jetzt erzähl was. Erzähl, weil du willst meine Schwester ficken. Du Spasti. Meine Schwester ist seit über 20 Jahren Neukölln. Digga, die klatscht dich weg wie Battle bei Basti, diesen Pisek. Und glaub nicht, dass du hier heute Abend irgendeinen Schein machst. Und sag nicht, du fickst meine Mutter. Die ist seit 14 Jahren glücklich verheiratet. Und jetzt ja, also, ja. Also ich muss wirklich sagen, der geht echt nur auf seinen Status so, ne? Es ist halt nicht so, es sind halt nicht so krasse Punches drin, die treffen, weißt du, was ich meine? Der geht wirklich nur auf seinen Status, so Rapper, so, dies, das. So, und es ist hier A Cappella, Alter, dementsprechend müsste es auch wieder geschrieben sein. Und wir wissen, wenn Kappi schreibt, da kommen eigentlich schon krasse Sachen raus. Also ich glaube, Kappi könnte ihn hier schon zerstören gleich. Hoffentlich. Wir gucken. Jetzt mal ganz ohne Ernst, ganz im Spaß, ganz ohne Spaß, so rum. Ganz ohne Spaß, Alter. Du bist als Rapper einfach nichts mehr wert. Denn meine Mutter sitzt wirklich bei YouTube, checkt die Videos. Du sagst, ich hab meine Mutter gefickt und meine Mutter sagt, ich hab nichts gemerkt. Okay, der war nice. Der war echt nice. Ja, ganz ehrlich, eine Line habe ich noch, weil du einfach nicht Gangster bist. Ich box den Scheiß, ich rotz ihn hin. Lass mich einmal ins Finale heute und ich zeig euch, aus welchem Holz ich bin. Time. Schöne erste Runde hier im A Cappella von Mighty P. Okay, nice auf jeden Fall, war stark, aber jetzt keine treffenden Punches gegen Kappi. War jetzt so, ist war okay. Ja. War okay. Ladies and Gentlemen, kommen wir nun zu deinem A Cappella. Hört bitte ganz genau zu, Kapital, eine Minute bis eineinhalb, let's go. Ich glaube wirklich, Kappi wird das Ding hier jetzt mitnehmen. Meinst du? Ja, also, weil Texte schreibt er wirklich gut, ne? So, dementsprechend gehe ich wirklich davon aus, er wird hier abliefern. Ey, pass auf. Bro, du machst mir auch Cappella, ich ficke deinen Bitch-Part. Redest viel von Mutter, weil dein Papa dich gestillt hat. Der war schon mies, Alter. Er ist ein böser Art, Digga. Ah, Schütze. Und doch wer du bist, ist mir allerlei. Ich hab Eier, weil ich rede nicht, ich baller Blei. Sowas hätte ich von Kappi auch nicht erwartet, so mit allerlei und so, das schon... Ja, das waren noch seine Zeiten, weil der war ja bei Rapper Mittwoch mit seinem ersten Album-Release, so, weißt du, da hatte der viel mit Ala Baba und so viel Straße. Ja. Yeah. Und deswegen passt das auch zu der Zeit, wie der jetzt... Ja, safe, der da safe, gerappt hat. Jetzt absolut. Jetzt rappt er ja anders. So, aber vom Wortschatz her finde ich das schon nice, weißt du, was ich meine, erwartet man nicht so diese Wörter wie allerlei, so von einem Kappi, schon nice, okay, wir machen weiter. Also, was ich denke,
Alles, Digga. Freestyle. Mixed Martial Arts. Alles klar, Digga. Pass auf. Okay, es ist Freestyle anscheinend, ne? Was? Der fragt den so alles, was ich denke. Der so, sagt alles. Okay. Rap ist zwar nicht schlecht, aber wen willst du hier aufhalten? Mit dem Gesicht und dem Bauchfalten. Okay, ich bin jetzt gerade aber ein bisschen verwirrt, muss ich ehrlicherweise sagen. Weil normalerweise, Freunde, ist es ja wirklich so, A Cappella ist ja wirklich geschrieben. Ja. So, es ist, A Cappella ist ohne Beat und geschriebener Text. So, und Ben Salomo sagt dir jetzt gerade Freestyle. Alles, was du denkst. Ja, keine Ahnung. Ist das jetzt Freestyle? Ist das jetzt... Ja, wahrscheinlich Freestyle, weil der hat das ja jetzt... So, muss ja jetzt Freestyle sein, okay? Aber bis hierhin dann gut. Ja, aber dann bin ich ja komplett lost gewesen jetzt in dem Video. Schlimm. Freunde, klärt mich gerne auf unter dem Video, Alter. Schreibt's gerne in die Kommentare. Ihr wisst, ich bin noch kein Profi. Ich fuchs mich selber gerade in die Materie ein. Dementsprechend könnt ihr mich gerne aufklären in den Kommentaren. Wir machen weiter. Ja. Bro, keine Ahnung, ja. Das ist zu fett. Okay, pass auf. Ah, pass auf, Digga. Redest von Straße, Digga. Ich kann Bilderbuchkanacken, die dich von zu Hause abholen. Und wir reden nicht mit dir, wir fahren dich nach Polen. Okay. Ah, Polenzer. Lass ihn sich konzentrieren, so, ja. Ist auch nicht so einfach. Ey, ich glaube, das war eine seiner ersten Runden, kann das sein, Alter? Ja, Halbfinale, ne? Ich glaube, das war sein erster Antritt. So in, also, der war ja zweimal da. Ja. Einmal war der im Finale, hatte er gewonnen. Ja. Und das war wahrscheinlich die erste Runde. Da, wo der, ja, keine Ahnung, aus welchem Grund war. Freestyle dann, wenn du keine Bars mehr hast. Freestyle. Bruder, ich bin high, als würde ich unter Wasser rappen, Digga. Ich glaube, zu doll, Digga, zu doll. Oh. Kein Plan, Digga. Ja, Time oder was? Time. Okay, eine sehr kurze Runde hier von Kapital. Das allererste Mal hier im A Cappella. Gebt euch Respekt, MCs. Okay, das allererste Mal für ihn auf jeden Fall. Zeig mir eure Hände. Okay, ich gehe wirklich davon aus, Mighty P hat das Ding hier gewonnen. Kapi war mir zu lost, sag ich dir ehrlich. Ja, also Kapi hatte schon gute drei gute Lines, aber halt zu wenig, ne? So, deswegen hätte der mehr weitergemacht, dann hätte Safe Kapi die. So, Runde. Aber wahrscheinlich war es wirklich sein erstes Mal, wie Ben Salomo es gesagt hat, sein erstes Mal A Cappella quasi. Ja. Und man hat es dem Bruder auch angesehen, es war ihm zwischendurch wirklich peinlich, er hat sich ablenken lassen, so. Ja, ne, er weiß selber, er hat verkackt, okay? Für die einzige Runde hier im A Cappella von Mighty P! Zeigt mir eure Hände für die sehr kurze Runde von A Cappella von Kapital! Ja, ja, aber das ist nicht fair. Das ist eigentlich nicht fair, wenn jetzt Kapi eigentlich gewinnt, oder? Ja, weil er schon viel weniger getan so hat. Ich sehe auf jeden Fall mehr Energie. Ihr wart lauter, aber ich sehe auch mehr Hände für ihn so. Und ganz ehrlich, ja. Doch, ich finde die Entscheidung genau richtig von Ben Salomo, Alter. Er hat es einfach verdient. Aber schon geil, dass die Crowd den jetzt ausbuht, ne? Ja, aber ey, guck mal, ganz ehrlich, Kapi wird doch jetzt nur so, hat doch jetzt gerade nur den Hype von der Crowd, weil er einfach ein Kapi ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Zu der Zeit hat er doch angefangen, seinen Hype aufzubauen, dies und das, seinen Namen zu machen. Und deswegen nur die Crowd auf seiner Seite. Weißt du, ich finde, von der Leistung hat wirklich Mighty P hier schon gewonnen. Ja. Ey, warte mal ganz kurz. Ich bin ja kein Computer. In dieser Situation sollte man fragen, was das Gremium gesehen hat. Also ich habe auf alle Fälle es ähnlich wie du gesehen, und zwar Mighty hatte mehr Hände, bei Kapital waren die Leute deutlich lauter, aber wir sind uns relativ unschlüssig, aber Mighty hat halt mehr Bars gebracht und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du noch Bars hast fürs Finale? Ganz ehrlich? Was hat er gesagt? Kapital hat übelst Potenzial. Darüber brauchen wir gar nicht reden. Das Ding ist einfach, er ist jetzt sowieso verunsichert. Er ist das erste Mal hier. Weißt du, was ich meine? Lass mich mal kurz ausreden, bitte. Wo, ey, ganz ehrlich, die Kapital schreien, wo sind die, die Mighty P sagen? Wo sind die? So, seht ihr, was ich meine? Das Ding ist einfach, er ist jetzt schon ein bisschen verunsichert. Ich will nicht unter Druck setzen, sonst irgendwas von der Seite reinschreien. Text rappen bringt auch nichts. So. Tut mir leid, das Finale wird nicht das Finale, was ihr wollt, wenn wir Kapital weiterlassen würden. Er soll einfach nochmal sich ein bisschen vorbereiten. Aber der Bruder hat recht. Der hat schon recht. Der erklärt das auch sehr gut, finde ich. In zwei Wochen wiederkommt und dann rasiert er. Er ist extrem gut, das muss man ihm auf jeden Fall zugestehen. Ich finde, er hat auch eine richtige Wortwahl getroffen. Ja. Er sagt es jetzt nicht im Negativen, er sagt es sogar noch im Positiven. Komm in zwei Wochen wieder, dann wirst du auseinandernehmen. So. Weißt du? Das stimmt. Ich finde, der Bruder drückt sich schon sehr gut aus. Aber das war's jetzt für ihn. Ich meine, ja. Also wir sind uns einstimmig.
Ich weiß zwar nicht, wer er ist, aber er hat das schon sehr diplomatisch ausgedrückt, Alter. Das war schon nice. Ich würde niemals sagen, ich sehe mehr Hände für einen, wo das nicht so ist, wenn ich das nicht so sehe. Und die Jungs haben das auch mehr gesehen. Das müsst ihr respektieren. Aber dieser Junge ist ein Riesentalent und ich will ihn unbedingt wiedersehen. Mach mal er für Kapital, Alter. Okay. Nice. Dann haben wir heute auch mal gesehen, wie Kapital verkackt, Alter. Aber cool zu sehen, dass er dann wiedergekommen ist und das zweite Mal im Finale gewonnen hat. So, auf jeden Fall sehr, sehr interessantes Battle, Freunde. Ich muss gestehen, ich war ziemlich lost in der Reaction. Entschuldigt das bitte. An einigen Stellen war ich auf jeden Fall ziemlich lost, habe ich gemerkt. Und Freunde, wie gesagt, ihr könnt mich gerne in den Kommentaren aufklären. Wie gesagt, ich bin noch kein Profi. Ich fuchs mich in die ganze Materie gerade erst ein. Dank eurer Hilfe schaffe ich das auch relativ gut. Und mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, darauf zu reagieren, Freunde. Ich fand es eigentlich ganz interessant, auch mal zu sehen, wie Kapital untergeht in so einem Battle. War auf jeden Fall nice, hat Spaß gemacht, darauf zu reagieren, Freunde. Und ich hoffe natürlich, euch hat es auch gefallen. Und ihr lasst diesem Video ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall übertrieben freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao, ciao.